Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Yay, endlich. und zwar spiele ich, okay, spielen tue ich es nicht, ich werde es euch erstmal nur präsentieren und im nächsten Let's Play dann erst spielen. Und zwar, es geht um das Spiel Rush Team. Wie ihr schon anhand dieses Bildes schon gesehen habt, ist es ein Online-Ballerspiel. Und zwar ist das eine Beta-Version, wie es hier schon oben steht. Ja, und ich habe mich hier gerade angemeldet und man kann auch sehen, dass ich hier gerade Level 8 bin. Schon fast Level 9. Meine Kills sieht man hier. Meine Deaths und halt meine Kill- und Death-Rate. Und welchen Clan man ist. Also ich bin momentan in keinem Clan. Ja, und hier kann man auswählen, in welchem Servergebiet man sein will. Ich bevorzuge Europa 1. Also die anderen habe ich noch nicht ausprobiert, aber naja. Auf jeden Fall, jetzt befinden wir uns in einer ganz großen Liste von Servern, die uns momentan noch nicht interessieren. Zuerst interessieren wir uns um die Aufrüstung des Spielers. Und zwar geht man dazu zu Inventory, was natürlich auf Englisch Inventar heißt. Ja, hier kann man seine schöne Waffe auswählen, die natürlich nichts kosten, außer man will VIP-Waffen, zum Beispiel diese schöne Shotgun oder diese AKM, diese goldene AKM. Und man kann halt VIP werden und diese goldene Waffen dann auch geschenkt bekommen. Aber ich finde es blöd, weil diese goldenen Waffen sind nur ein bisschen besser als die normalen Waffen. Und eigentlich machen die nicht viel was aus. Hier sieht man auch den Vergleich mit der normalen Shotgun und die goldene Shotgun. Eigentlich kein großer Unterschied, finde ich. Und wenn ihr VIP sein wollt, ich glaube 3 Euro oder 2 Euro kostet es. Ich weiß auch nicht genau, aber auf jeden Fall werdet ihr dann für 7 Tage VIP und könnt ihr dann die goldene Waffen da auswählen. Was ich unnötig finde eigentlich. Also ich komme mit den normalen Waffen eigentlich gut klar. So, dann erkläre ich nur ein paar Waffen, weil das eigentlich zu viele sind. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt alle durchzugehen und zu sagen, wo sie gut sind. Ich gehe nur ein paar durch. Also hier, die erste Waffe, das ist eigentlich eine ziemliche Weitschusswaffe. Also schnell schießen, ja, süß und mittelschnell, aber sie hat eine hohe Zielgenauigkeit. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also bei großen Maps ist die eigentlich ziemlich in Ordnung. Dann bei kleineren Maps würde ich euch die P90 empfehlen. Warum? Weil die richtig schnell schießt. Also Zielgenauigkeit hat sie ja nicht und deswegen ja auch Dings und Damage. Das wird ja eigentlich mit der Feuerschnelligkeit ausgeglichen, sozusagen. Dann die Waffe, die ich hier habe, ist die hier. Und zwar die KZ. Und zwar, das ist eigentlich eine standardsgemäß Waffe. Die ist schon ziemlich zielsicher, halt ist schon schnell, die ist eigentlich im Nahkampf gut als auch im Fernkampf. Also das ist jetzt meine Waffe hier. Die FN4, die ist auch schön, aber die schießt ein bisschen langsam. Ja, und da würde ich euch sagen, probiert alle Waffen aus und entscheidet euch um eine, mit wem ihr euch halt gut umgehen könnt. Dann hier oben ist eine Liste von Waffen, die man auch auswählen kann. Man hat die auch im Spiel. Zum Beispiel bei Melee, ich weiß gerade nicht, wie man das ausspricht, sieht man Messer und solche Waffen halt, um Leuten die Kehle rauszuschneiden. Was ich hier bevorzuge, also die Katana ist eine schöne Waffe und die Feueraxt. Aber ich finde die Axt einfach lustiger, wenn man damit Gegnern hinterherläuft und dann
Ja, das ist halt lustiger und horrormäßiger, keine Ahnung. Ja, dann bei den Granaten. Hier gibt es nur drei Granaten. Was ich habe, ich nehme die blaue Granate. Also die Unterschiede sind eigentlich. Ja, also bei der blauen Granate hat man zwei davon, und aber die macht wenig Damage. Aber ich nehme sie trotzdem. Und die rote Granate kann man einfach richtig weit werfen. Und die grüne Granate ist halt, ja, so standardgemäß so eine ziemlich gute Waffe. Also finde ich eigentlich nicht so doll. Ich finde einfach die rote und die blaue Granate am besten, finde ich. Dann bei Pistol kann man sich eine Pistole aussuchen. Da ist ja auch eine goldene VIP-Waffe. Und zwar, das ist die, also die erste hier, die hat eine geringe Zielgenauigkeit, ist aber dafür richtig schnell, aber macht halt weniger Damage. Die, wo ich habe, ist die T5. Die macht ziemlich viel Damage. Man braucht drei Schüsse, bis der Gegner tot ist. Das ist schon ziemlich gut. Der schießt zwar langsam, aber das ist, ich nehme die T5 halt nur so in brenzlichen Situationen, wenn ich jetzt wenig Leben habe und nachladen muss und da gerade ein Gegner ist, nehme ich schnell die T5, baller den schnell ab und tot ist er. Hier, da ist die Desert Eagle und die Desert Eagle Silver. Das sind eigentlich ziemlich beides gut, aber ja, ich finde die Desert Eagle finde ich besser aussehend, aber die Desert Eagle Silver ist natürlich besser, also laut den Werten. Ja, hier gibt es auch die goldene Desert Eagle. Ja, Riffle waren wir schon, das waren die ganzen Waffen hier. Hier Sniper gibt es auch nur drei. Naja, eigentlich nur zwei, inklusive der goldenen VIP-Sniper. Ich nehme, also viele bevorzugen die M40A 3A1, aber ich nehme die SLSR, weil die, also ich finde sie eigentlich besser. Ich weiß nicht warum. Ich finde sie, die sieht besser aus und sie ist halt besser. Und bei manchmal, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, auf jeden Fall. Die habe ich auch schon ausprobiert, die M40A 3A1. Ja, die ist schon eigentlich gut, aber irgendwie manchmal macht das Schaden, aber der Gegner stirbt nicht. Also.